Das im März 1980 vorgestellte Audi Quattro Coupé stellte einen Quantensprung bei der Marke Audi dar. Die Aussage Vorsprung durch Technik war wohl im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. 2018, also 38 Jahre später, besinnte man sich wieder des Coupé-Gedankens und präsentierte das SUV Coupé Q8. Zahlreiche neue technische Lösungen inklusive. Brandneu bei uns im Showroom ist der Audi Q8, unser erstes SUV Coupé von Audi. Größtes Highlight meiner Meinung nach sind sicher die rahmenlosen Fenster bei allen vier Türen. Wir haben im vorderen Bereich des Fahrzeuges einen achteckigen Kühlergrill, was auch ganz neu ist, was alle neuen Audi Q-Modelle, die jetzt in Zukunft kommen, Q3, Q2, Audi e-tron zum Beispiel nächstes Jahr bekommen werden. Und die normalen Pkw-Modelle bei uns haben einen sechseckigen Kühlergrill. Ja. Insgesamt kann man wählen von 33 Assistenzsystemen beim Audi Q8, von Kreuzungsassistent, Fernlichtassistent, Rückfahrassistent, Seitenaufprallassistent, alles mit an Bord. Mit einer Länge von 4,97 Meter ist der Audi Q8 kürzer als der Q7, dafür aber ein wenig flacher und breiter. Beim Thema Zielgruppe verweist man auf Kunden, die eine Vorliebe für luxuriöse, athletische SUVs haben. Damit im Q8 aber auch die Vorinsassen komfortabel Platz finden, neigt sich die Dachlinie erst mit Abschluss der Fahrzeugkabine. Neu ist seit kurzem auch die Möglichkeit, Probefahrtwünsche auf einer eigens dafür vorgesehenen Plattform zu äußern. Die Porsche Interautogruppe Österreich bietet ihren Interessenten und Kunden einfach die Möglichkeit, sich über dem Portal probefahrt24.at sich für eine Probefahrt anzumelden. Man wählt eine Marke, man wählt ein Modell, eine gewünschte Ausstattung. Das System sucht das Fahrzeug beim nächstgelegenen Porsche Interautobetrieb. Natürlich hängt es ein bisschen von der Verfügbarkeit ab und je nachdem, wie neu ein Modell am Markt ist. Aber an und für sich sind wir mit 56 Betrieben in ganz Österreich sehr gut aufgestellt und hier besteht sehr große Wahrscheinlichkeit, relativ rasch zu einer Probefahrt zu kommen.